بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله. Wir sind heute wieder in einer weiteren Folge unseres Unterrichtes Sufismus verstehen. Und in seinem Buch beschreibt Imam al-Ghazali die sogenannten rettenden Eigenschaften. Wir könnten sagen, er spricht über die psychischen Kräfte, die den Menschen in seinem Weg zu Gott und in seinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala weiterbringen und die für den Menschen gut sind in dieser Welt und in der nächsten Welt. Im Kapitel davor, dem großen Abschnitt davor, haben wir über die sogenannten zerstörerischen Eigenschaften gesprochen. Könnte man sagen, die psychischen Kräfte im Menschen, die für den Menschen gefährlich sind, die für den Menschen, wenn er sie nicht beherrscht, wenn er sie nicht kontrolliert, also innere Gefahren bedeuten. Und wir haben letztes Mal begonnen, über zwei Kräfte zu sprechen im Menschen, die eben Imam al-Ghazali zu den rettenden Eigenschaften zählt. Und das sind Hoffnung und Furcht. Und wir haben ganz kurz das letzte Mal darüber gesprochen, also wir haben die Einleitung gemacht. Hoffnung und Furcht. Und wir haben gesagt, dass Hoffnung und Furcht in dieser Wissenschaft, in der Wissenschaft von Sufismus oder von islamischer Charakterlehre als Haupteigenschaften gesehen werden, die sozusagen miteinander, in Kombination miteinander, den Antrieb ergeben, dass der Mensch sich weiterentwickelt, dass der Mensch sich bewegt auf diesem Weg, dass der Mensch sich transformiert und so weiter. Und um das zu verstehen, ist es hilfreich, unser Leben hier, also unser weltliches Leben und unser normales psychisches Leben zu beobachten und zu sehen, dass wir Menschen eigentlich im weltlichen Leben getrieben sind von zwei Dingen, nämlich von Hoffnung und Furcht. Und dass eigentlich das ganze Menschengeschlecht, wenn man so sagen kann, im Prinzip sich dadurch bewegt, dass man auf gewisse Dinge hofft, nämlich man hofft darauf, glücklich zu werden, man hofft darauf, dass man irgendwie irgendwelche Ziele erreicht, man hofft erfolgreich zu sein, man hofft Wohlstand zu erreichen, man hofft eine schöne Familie zu gründen und so weiter und so weiter. Diese Arten von Hoffnung, man hofft, wenn man älter wird, lang gesund zu bleiben, man hofft vielleicht berühmt zu werden, was auch immer. Und gleichzeitig fürchtet man Dinge. Man fürchtet, arm zu werden, man fürchtet, krank zu werden, man fürchtet, seinen Wohlstand zu verlieren, man fürchtet, seine geliebten Menschen zu verlieren und so weiter. Und all diese Dinge sind tatsächlich Kräfte, die im Menschen wirksam sind. Und der Mensch reagiert sehr, sehr stark darauf, dass es eben bestimmte Dinge gibt, die ihm widerfahren können, die er als angenehm empfindet und andere Dinge, die er als unangenehm empfindet. Genau. Und so wie diese Kräfte wirksam sind in Bezug auf diese Welt hier, sind sie auch wirksam in Bezug auf unser Jenseits und in Bezug auf unser religiöses Leben. Wenn man zum Beispiel daran denkt, wenn Kinder in die Schule müssen, kein Kind geht von Grund auf gerne in die Schule mit allem, was dazugehört. Aber es sind zwei Dinge, die Eltern ihren Kindern in der Erziehung mitgeben, damit es sozusagen von der Schule überzeugt wird. Hoffnung und Furcht. Einerseits die Hoffnung drauf, wenn du in die Schule gehst, dann wirst du was werden und wir werden stolz auf dich und du wirst das und das erreichen, was gut für dich ist. Und gleichzeitig die Furcht davor, wenn du deine Prüfungen nicht schaffst, dann wirst du Straßenkehrer werden und dann wirst du, und dann wir, also es werden negative Dinge passieren. Manche Eltern bestrafen ihre Kinder und so weiter. Und genauso ist die Schule des Lebens hier. Die Schule des Lebens ist so. Die Schule des Lebens hat sozusagen den Hintergrund, dass man Hoffnung und Furcht hat vor dem Jenseits und dadurch sich sozusagen in dieser Schule hier, die in diesem Leben ist, irgendwie weiterentwickelt. Genau. Und das ganze Grundkonzept, das hier dahinter steht, zwischen diesem Konzept von Hoffnung und Furcht, ist das, dass die Welt, die Dunya, eine kurze Zeit ist, in der wir Verantwortungen haben. Und je nachdem, wie wir diese Verantwortung leben, wird unsere große Zukunft aussehen.
Und werden wir in der großen Zukunft entweder Dinge erleben, die uns angenehm sind, oder Dinge erleben, die uns extrem unangenehm sind. Und das entscheidet sich jetzt in dem Leben, das wir jetzt leben. Und in den Entscheidungen, die wir jetzt treffen und die Art und Weise, wie wir jetzt unsere Verantwortungen wahrnehmen. Und das entscheidet über die große Zukunft. Und das ist eine Sache. Der zweite Faktum ist, dass niemand von uns ein unbeschriebenes Blatt ist. Wir wissen nicht, wie lange wir noch leben, aber niemand von uns ist ein unbeschriebenes Blatt, wo man sagen kann, okay, und ich mache jetzt Reset und Neustart oder so, sondern jeder von uns hat eine gewisse Vergangenheit hinter sich, die gekennzeichnet ist von guten Dingen und von schlechten Dingen, von guten Taten und von schlechten Taten, in unterschiedlichen Kombinationen. Und wenn man das Ganze überlegt, was man bis jetzt in seinem Leben gemacht hat und wie man jetzt, der Zustand, den man jetzt ist, und gleichzeitig die Tragweite dieser Dinge in die Zukunft, dann entstehen zwei Dinge. Entsteht zunächst einmal Angst vor den, also Furcht vor den Konsequenzen all der schlechten Dinge, die man in seinem Leben gemacht hat, oder zumindest vor den Konsequenzen der Zeit, die man nicht genützt hat, und vor den Konsequenzen der vielen Gelegenheiten, die man in dieser Welt hat und die man nicht richtig nützt. Und andererseits Hoffnung, Hoffnung auf die Vergebung, Hoffnung auf Verzeihen und so weiter. Und das, was wir letztes Mal noch, wo wir stehen geblieben sind, war das, dass Imam Ghazali vergleicht das Herz oder das Innere, die Seele des Menschen sozusagen, mit einem Acker, mit einem Saatfeld. Und er sagt, auf diesem Saatfeld des Bauern hast du die Aufgabe, zunächst einmal den Boden zu pflügen, zu bearbeiten, von Unkraut zu schützen und zu reinigen, und dann hast du einen Samen oder hast du Samen, die du einsetzt und bedeckst das und wartest auf Regen und hoffst darauf, dass diese Saat aufgeht und Früchte bringt. Und er sagt, und die Hoffnung auf Vergebung ist so, die Hoffnung auf Vergebung, die Hoffnung auf Glück im Jenseits ist so, dass man sein Herz einerseits bearbeitet durch gute Handlungen, durch gute Taten, dass man den Samen von Iman, von Glauben einsetzt und mit all dem dann hofft, dass etwas Gutes entsteht, dass etwas wächst daraus. Dass man durch die guten Taten, die man macht, und durch die Tatsache, dass man um Verzeihung bittet, durch die Tatsache, dass man sich bemüht, hofft darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala das annimmt und uns Gutes schenkt dafür. Und das nennt man Hoffnung. Und Hoffnung heißt nicht, zu sitzen und zu warten. Hoffnung heißt nicht, untätig zu sein und sich darauf zu verlassen, dass irgendwas kommen wird. Ein Student zum Beispiel, der ein Studium macht, er lernt für die Prüfung, ein vernünftiger Student, er lernt für die Prüfung oder er lernt für die Klausuren und hofft, dass er es schaffen wird. Aber wenn er sagt, okay, ich lerne nichts und sitze nur zu Hause und träume und hoffe, es wird schon irgendwie gehen, das ist keine Hoffnung, sondern es ist Träumerei und das ist einfach ein falscher Zugang zu den Verantwortungen, die er hat. Und genauso ist unser Leben. Und das will ich damit sagen, dass Hoffnung ist verbunden mit Handlung. Hoffnung ist verbunden mit Tun, genau. Er zitiert einen Hadith, in dem es sinngemäß heißt, der kluge Mensch ist derjenige, der sich selbst diszipliniert, also im Hadith heißt es so, der kluge Mensch ist derjenige, der sich selbst diszipliniert und handelt für das, was nach dem Tod kommt, der sich vorbereitet. Und der unfähige, ich sage es ein bisschen locker, der unfähige Idiot, also der gedankenlose Mensch, unverantwortliche Mensch, ist der sich selbst und seinen inneren Gelüsten folgt und nichts anderes macht, der einfach das tut, worauf er Lust hat, und irgendwelche Fantasien von Hoffnung auf Gott hat. Ja, er wird mir verzeihen, er wird schon, seine Barmherzigkeit ist groß, Allah ist barmherzig und so weiter. Aber nichts tut dafür. Also diese Passivität ist keine Hoffnung, sondern Hoffnung ist zu handeln und gleichzeitig aber zu wissen, dass wir mit trotz der Handlung angewiesen sind und bedürftig sind nach der Barmherzigkeit Gottes. Genau. Und darum sagt er, das Maß und das Anzeichen für gute Hoffnung, also für richtige Hoffnung, ist Handeln. Also wenn man merkt, dass man
dass man handelt, dass man was tut, indem man hofft, weiß man gleichzeitig, also dass man diese Hoffnung zu guten Taten bringt, dann weiß man, dass man das richtige Maß an Hoffnung gefunden hat. Und jetzt interessanterweise, zunächst einmal sieht man Hoffnung als das Gegenteil von Furcht, von Angst, richtig? Und beide Eigenschaften oder beide seelischen Kräfte, sowohl Angst als auch Hoffnung, sind in Wirklichkeit zwei Seiten einer Medaille und beide, wenn sie richtig im Menschen sich etablieren, führen dazu, dass der Mensch gute Dinge tut. Und bei beiden merkt man, dass sie in eine falsche Richtung gehen, wenn sie einen lähmen. Und sowohl Hoffnung kann lähmend sein, als auch Angst kann lähmend sein, beides. Ist verständlich? Also insofern ist, und das ist jetzt wichtig, wir kommen später noch zu dem Prinzip der Furcht und der Angst, aber er sagt, Angst und Furcht ist nicht das Gegenteil von Hoffnung, sondern es sind zwei Seiten der gleichen Kraft. Und was ist diese Kraft? Sie ist letzten Endes, ist sie Glaube, ist sie eine intensive Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Beziehung führt dazu, dass man einerseits Hoffnung hat und gleichzeitig Angst hat. Und dann er nennt hier den Hadith, um zu zeigen, wie wertvoll Hoffnung ist, und zitiert den Hadith, قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. Ich bin, also wir haben es letztes Mal schon kurz erwähnt, dass im Hadith heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also in Hadith Qudsi, ich bin so, wie mein Diener über mich denkt. Ich zeige mich so in der Art und Weise, wie mein Diener über mich denkt. Und und es gibt eine Überlieferung von dem Hadith, in dem es heißt, فَلْيَظُنْ بِي مَا شَاءَ, und er soll über mich denken, was er will. Also, so, was heißt, er soll über mich denken, was er will? Der Mensch soll, wir sollen bewusst sein darüber, wie wir über Allah subhanahu wa ta'ala denken. Wir sollen uns bewusst sein und innerlich kontrolliert sein über die Art und Weise, wie wir über ihn denken. Und im anderen Hadith heißt, لَا يَمُتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ ظَنَّ بِاللَّهِ. Niemand von euch soll sterben, ohne gut über Allah zu denken. Und wir haben es letztes Mal schon kurz erwähnt, dass vor allem Menschen, die im letzten Abschnitt ihres Lebens sind, bei denen ist besonders wichtig, dass man sie an die Güte erinnert, dass man sie an die Barmherzigkeit erinnert, dass man ihnen Hoffnung gibt auf Allah subhanahu wa ta'ala. Während es bei jungen Menschen, es kommt jetzt noch, eher sinnvoll ist, die Seite von Furcht und Ehrfurcht zu stärken. Es kommt gleich. Jedenfalls sagt er, es gibt zwei Arten von Menschen, die besonders bedürftig nach Hoffnung sind, nach Raja sind. Also die Kraft von Hoffnung soll für zwei Kategorien von Menschen besonders gepflegt werden. Und zwar erstens jemand, der so hoffnungslos ist, dass er seinen Gottesdienst sein lässt. Und es gibt viele, viele Menschen sind heute so. Viele Muslime sind so, dass sie sagen, ich habe so viele Sünden gemacht, dass es nichts mehr bringt. Ich bin hoffnungsloser Fall, bringt alles nichts mehr. Die Sünden, die ich gemacht habe, kann mir Allah nicht verzeihen. Und deshalb brauche ich nichts mehr machen, ich habe mich aufgegeben. Das gibt es sehr, sehr häufig, diese Haltung. Ja? Und diese Menschen brauchen ein Heilmittel, das Hoffnung heißt. Dass man ihnen sagt, dass sie und wir wissen, dass es keine Sünde gibt, die größer ist als Allahs Barmherzigkeit. Und dass er alles verzeihen kann, wenn er es verzeihen will. Und die zweite Art ist, dass jemand so sehr Angst hat und so sehr fürchtet, also so eine starke Angst in sich hat, dass er sich selbst und seiner Familie schadet. Und das ist sehr interessant, weil auch das findet man häufig. Dass Menschen beginnen, dass Menschen Angstzustände bekommen in ihren Glauben, dass sie psychotisch werden, dass sie anfangen, sich selbst Dinge anzutun, wo eindeutig Schaden drinnen liegt. Und ich finde es auch interessant, dass er sagt, sich selbst und ihre Familie, weil viele schaden mit diesen Angstzuständen den Leuten, die um sie herum sind. Und diese Menschen brauchen was?
brauchen Hoffnung. Diesen Menschen soll man Hoffnung geben und ihnen sagen, sie hinweisen auf die Barmherzigkeit, auf die Güte Allahs und so weiter. Okay? Und dann sagt er, aber, und das betrifft jetzt die meisten, aber der Sünder oder die Sünderin, der eingebildet ist und der irgendwelche Wunschfantasien hat und der sozusagen der aus dem jegliche Furcht vor Allah verschwunden ist und der sich einbildet sozusagen, Allah wird ihm alles verzeihen, er braucht nichts tun dafür, weil er irgendwie gut ist. Beispiel zum Beispiel, ja, ich bete zwar nicht und ich mache zwar das und das, aber ich habe ein gutes Herz. Das hört man ganz oft, dass jemand für sich selbst ein Zeugnis ausstellt, mein Herz ist rein. Ich tue niemandem was. Und die Antwort darauf ist, ist zwar gut, dass du nicht stiehlst und dass du niemanden schlägst und so weiter, aber trotzdem ist die Antwort darauf, ist, du tust dir selbst was. Und wir müssen immer das im Kopf haben, dass die, und das ist ein sehr interessantes Konzept, dass ich kenne das aus keiner anderen Kultur, dass dieses, das Walim ne Nefsihi, dass man im Zustand von Sünde sich selbst Unrecht tut. Und sich selbst Unrecht zu tun, ist moralisch nicht viel leichter als, unbedeutender als anderen Unrecht zu tun. Gut. Also, er sagt, jener eingebildete Sünder, der glaubt, Allah wird ihm alles verzeihen und so weiter, bei dem soll man niemals das Prinzip von, den soll man niemals auf Raja, auf Hoffnung hinweisen, sondern für den hilft nichts anderes außer Furcht. Also dieser Mensch, der in diesem Zustand lebt, der braucht Furcht. Furcht ist für ihn, also Chauf, vor Allah Ehrfurcht zu lernen, vom Jenseits sich Angst zu haben und so weiter, ist für ihn das Mittel, das ihm hilft. Okay? Er sagt, Hoffnung ist für diesen Menschen, wird für diesen Menschen ein Gift. So wie, er sagt jetzt, das ist so eine mittelalterliche Medizinlehre, das ist interessant, so wie Honig für jemanden gesund ist, der von seiner Grundkonstitution her sagt, Kühle, in dessen Grundkonstitution Kühle ist, aber gleichzeitig wird Honig für jemanden, dessen Grundkonstitution Hitze ist, zu einem Gift, zu einem schädlichen Mittel. Und damit ist halt gemeint, diese ganze Temperamentenlehre und so weiter, und dass man davon ausgeht, dass Krankheiten Hitze und Kälte haben und so weiter und diese vier Temperamentenlehre, die ursprünglich aus der griechischen Medizin bekannt war. Jedenfalls, wichtig ist, dass er sagt eben, es gibt Menschen, denen Honig, den meisten Menschen nützt Honig, aber für viele Menschen wird Honig zum Schaden. Und im gleichen Sinn ist die Erinnerung an die Barmherzigkeit Allahs, subhanallah, das ist für viele Menschen ist für manche Menschen nützlich und für viele schädlich. Okay? Und darum sagt er, aus dem Grund ist es wichtig, dass derjenige, der Predigten macht, feinfühlig ist und spürt, wo die Krankheiten der Menschen sind. Und dass er spürt, dass jede Krankheit mit einem speziellen Mittel zu behandeln ist. Und das ist was sehr Interessantes, das ist eine sehr interessante Geisteskultur. Dass er sagt einfach, es hilft nicht jeden. Also die, wenn man sagt, Koran und Sunna und diese Duas und dieses Wissen, das ist wie eine Apotheke mit Heilmitteln, stimmt. Aber du kannst nicht jedem Menschen irgendein Heilmittel geben, weil es irgendwie gut aussieht oder so, sondern du musst wissen, welches Heilmittel zu welcher Krankheit gehört. Und das ist die Bedeutung von Lehren im Islam. Dass es gut ist, wenn Menschen Lehrer haben. Das können Menschen sein, die einfach mehr Erfahrung haben als man selbst. Das können Menschen sein, die ausgebildet sind in der grundsätzlichen islamischen Erziehungslehre. Und das können Scheichs und so weiter sein, wie auch immer. Aber wichtig ist, dass die meisten Dinge nicht auf Selbstmedikation beruhen. Und das ist eine der Katastrophen dieser Zeit. Also viele Menschen wünschen sich irgendwie
religiös zu sein und wünschen sich, irgendwie ein neues Leben zu beginnen oder so, aber sie wissen nicht, wo sie beginnen sollen. Und sie beginnen jeden Tag irgendwo eine Medikamentendose aufzumachen, ein bisschen davon zu nehmen, wieder zuzumachen, nächste Medikamentendose. Und heute habe ich den Plan, dass ich jetzt jeden Tag einen Juz Koran lesen werde. Und morgen habe ich den Plan, dass ich jetzt Alim werden will. Und übermorgen habe ich den Plan, dass ich den Armen helfen will. Und nach 3 Tagen habe ich den und so weiter. Und man sucht jeden Tag irgendwas, aber man hat keine Führung. Also die meisten Menschen haben keine Führung, wo ihnen jemand sagt, versuch in die Richtung zu gehen oder so. Und natürlich ist es auch gleichzeitig, ist auch solche Personen zu suchen, ist natürlich auch immer Gefahr drinnen. Mit dem Ganzen, was ich jetzt gesagt habe, sage ich nicht, ja, jeder soll jetzt gehen und sich sofort einen Lehrer suchen, weil Lehrer haben auch natürlich eine große, also die Tatsache, dass man sich führen lässt von jemandem, ist ja gleichzeitig auch was sehr Gefährliches. Aber auch sich selbst zu führen hat gewisse Gefahren in sich. Also, und das muss man halt. Also man muss vorsichtig sein mit dem und dem. Aber wichtig ist jedenfalls, dass er sagt, die Heilmittel sind entsprechend der Krankheiten zu verwenden. Und er sagt hier, heutzutage ist mit den meisten Menschen heutzutage, er sagt das vor 1000 Jahren, brauchen das Heilmittel von Tachwif, von Furcht. Weil er sagt, die meisten Menschen sind so gleichgültig und so ignorant und denken so wenig an ihr Jenseits und sind so diesseits bezogen, dass das wichtige Heilmittel für sie eigentlich Angst ist und nicht Hoffnung. Okay. Und er überliefert einen Ausspruch von Sayyidina Ali radiallahu anhu, der sagt, der Gelehrte ist derjenige, der die Menschen nicht hoffnungslos macht, was die Barmherzigkeit Gottes anbetrifft, und sie gleichzeitig aber auch nicht in Sicherheit, das Gefühl von absoluter Sicherheit vor den Plänen Allahs gibt. Also, mit anderen Worten, der Alim ist derjenige, der beide Dinge ausbalancieren kann, der es versteht, den Menschen die richtige Mischung zu geben zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Furcht und Sicherheit und so weiter. Genau. So, jetzt ist die Frage, wie kann Hoffnung erworben werden? Wie kann der Mensch in sich Hoffnung wecken? Er sagt, es gibt zwei Wege dazu. Der eine Weg ist Reflexion. Und der zweite Weg ist Zuhören. Reflexion heißt, dass er gesagt, wir haben im vorigen Kapitel haben über Dankbarkeit gesprochen und wir haben erwähnt, wie unglaublich viele Wohltaten in jeder Sekunde und jeden Moment auf jeden von uns hereinkommen. Richtig? Also wir sind jetzt in der Sekunde unglaublich verwöhnt. Und wir werden jetzt in der Sekunde, jeder von uns, krank, gesund, reich, arm, wir werden jetzt überschüttet in der Sekunde mit Wohltaten von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er gibt sie uns freiwillig, ohne dass wir es verdient haben. Okay? Und er sagt, wenn du darauf aufmerksam wirst, auf diese Wohltaten, dann verbinde sie mit Hoffnung. Und denk daran und hoffe darauf, dass der dir jetzt Gutes gibt, dir inshallah auch im Jenseits Gutes geben wird. Dass der dir jetzt gibt, ohne Rechnung und ohne dass du es verdient hast, vielleicht gibt er dir auch im Jenseits. Und das ist Hoffnung. Dass man die Gnaden und die Wohltaten dieser Welt verbindet mit der Hoffnung auf die Gnaden und Wohltaten im nächsten Leben. Also derjenige, der jetzt wirkt und derjenige, der im Jenseits wirkt, ist einer. Okay? Das heißt auch, dass wir die Wohltaten jetzt geistig verbinden müssen mit den Wohltaten, die wir im Jenseits erhoffen. Das heißt, es ist eine Wohltat, jetzt etwas über Allah subhanahu wa ta'ala zu hören. Es ist eine Wohltat, jetzt an Allah erinnert zu werden. Wir müssen sagen, okay,
du erinnerst uns jetzt an dich, dann lass uns dich im Jenseits sehen. Du lässt uns hier über deinen Propheten hören und hast uns die Gnade geschenkt, dass wir an deinen Propheten glauben, dass wir an diese Religion glauben. Dann lass uns im Jenseits mit deinen Propheten sein. Du hast uns jetzt zusammenkommen lassen im Frieden und Wohlergehen, um uns an dich zu erinnern. Lass uns im Jenseits uns an dich erinnern. Du schenkst mir jetzt ein Glas Wasser. Lass mich das Wasser deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit kosten. Und lass mich im Jenseits vom Becken deines Propheten trinken und so weiter. Also dass man die Dinge verbindet, dass man mit den Dingen, die wir jetzt erleben, Hoffnung hat auf das Jenseits. Ist eine Sache. Genau, also das war die Reflexion. Und der zweite Weg zu Hoffnung ist das Zuhören. Zuhören wovon? Von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Zuhören, das heißt zu lauschen und sich zu konzentrieren darauf, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst sagt. Wie zum Beispiel قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Genau. Also sprich, um meine Diener, die ihr gegen euch selbst gesündigt habt, ihr gegen euch selbst im verschwenderischen Ausmaß gesündigt habt, die ihr viele, viele Sünden verbrochen habt, ja? Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Und das ist etwas, was Hoffnung macht. Oder er sagt, وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. Und die Engel lobpreisen ihren Herrn und, jetzt kommt das Eigentliche, und sie bitten um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Diese Aussage bedeutet, jetzt in der Sekunde sind Engel, die für die Menschen Istighfar machen. Und das sind Dinge, die sozusagen den Gläubigen Hoffnung geben auf Barmherzigkeit. Okay? Ja. Dann erwähnt ein Hadith, der in Muslim von Imam Ahmed vorkommt. Wahrlich, Iblis sagte zu seinem Herrn, bei deiner Erhabenheit oder bei deiner Würde und bei deiner Erhabenheit, also er schwört, ich werde nicht aufhören, die Menschen in Versuchung zu bringen und die Menschen vom Weg abzulenken, solange ihre Seelen in ihnen sind, solange sie leben. Also er schwört, Iblis schwört jetzt vor Allah, schwört bei der Erhabenheit Allahs und sagt, ich werde deine Diener verfolgen und sie, also hier, das ist ein Hadith, aber wir haben im Koran die Stelle, in der das beschrieben ist, dieses Gespräch. Ich werde deine Diener abbringen, solange sie irgendwie am Leben sind. Okay? Und darauf, also im Hadith heißt, und darauf sagt Allah, bei meiner Würde und bei meiner Erhabenheit, ich werde nicht aufhören, ihnen zu vergeben, solange sie mich um Vergebung bitten. Gut. Dann in einem anderen Hadith, den Imam Muslim überliefert, heißt, weil er die Nefse biyadihi, bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist. Wenn ihr nicht sündigen würdet, dann würde Allah euch entfernen, dann würde Allah euch beseitigen und er würde ein anderes Geschlecht von Menschen hervorbringen, die Sünden machen und die ihn um Verzeihung bitten und denen er vergeben kann. Okay? Er nimmt das als Beispiel dafür, dass der Mensch Hoffnung haben soll, dass der Mensch Hoffnung nicht aufgeben soll. Das ist eine wichtige Botschaft für viele. Noch ein Hadith, der sehr bekannt ist, zitiert er von Seyyida Aisha, radiallahu anha, sagt, dass der Prophet zu ihm gesagt hat, Sattitu waqaribu wa abshiru, also kommt näher und bringt gute Botschaften.
فإنه لن يدخل الجنة أحدا أعمله. Denn niemand von euch, niemandem von euch werden seine Taten ins Paradies bringen. Niemanden von euch werden seine Taten ins Paradies bringen. Dann sagten sie, Wala ente ya Rasulallah, und nicht einmal dich, o Gesandter Allahs. Er sagte, Wala ana illa idha yatagammadani Allahu minhu bi rahmati. Auch mich nicht, wenn Allah mich nicht mit seiner Barmherzigkeit umgibt. Was ist damit gesagt, dass es keinen Automatismus gibt, dass wir uns und das Paradies oder das Glück im Jenseits nicht verdienen, dass wir nicht sagen können, okay, ich habe gebetet, ich habe das und das und das gemacht und damit habe ich mir das Paradies verdient, sondern das Glück im Jenseits und das eigentliche Glück, das eigentliche Leben, das kommt, ist sozusagen etwas, was Barmherzigkeit ist, was Geschenk ist, was so oder so von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, nicht von unseren Taten. Okay? Aber gleichzeitig müssen wir sagen, es kommt auch nicht ohne Taten und das ist wichtig. Es kommt doch nicht ohne Taten. Und das ist das andere Prinzip eben. Genau. Und er sagt, das sind die Dinge, mit denen Hoffnung in die Herzen derjenigen gebracht wird, die Allah fürchten und die Allah stark fürchten. Okay? Das, was wir jetzt erwähnt haben. Aber, also er hatte immer ein bisschen harte Sprache, aber jene arroganten Idioten, also Al-Humq al-Maghrurin, die sollen überhaupt nichts davon hören, sondern sie sollen alles hören, was mit Furcht und Angst zu tun hat. Warum? Weil für die meisten Menschen ist das die einzige Möglichkeit, wie sie erzogen werden. Und das ist einfach, das ist etwas, was, ich meine, es klingt ein bisschen hart und so, aber es ist im Prinzip etwas, was wir auch aus dem weltlichen Leben kennen. Die meisten Kinder gehen nicht in die Schule oder lernen nicht, weil sie jetzt irgendwie so überzeugt sind, ja, okay, wenn ich jetzt in die Schule gehe, dann werde ich gute Noten haben und das ist dann sinnvoll für meine Lebensplanung oder so. Also die haben jetzt keinen vernünftigen Zugang zur Schule, sondern die meisten haben einfach Angst. Angst davor, irgendwie bestraft zu werden oder Angst, und für viele ist es, oder schlechte Noten zu kriegen, ist auch, ich rede jetzt nicht von körperlicher Strafe, weil man soll Kind jetzt für die Schule nicht irgendwie bestrafen, aber einfach vor es ist die Angst vor negativen Dingen. Die Angst vor irgendwie, die Angst davor, eine Klasse wiederholen zu müssen. Die Angst davor, ausgelacht zu werden. Die Angst davor, die Ferien irgendwie mit, wie sagt man bei euch, Nachprüfungen gibt es bei euch? Irgendwie Wiederholungsprüfungen machen zu müssen und keine Ferien zu haben und so weiter, sich die Ferien zu verderben. Das ist Angst, die motiviert. Und er sagt halt sozusagen, jede Angst, die mit Motivation zu guten Handlungen, zu guten Taten einhergeht, ist eine gute Angst. Gut. Und dann spricht er, also wir beginnen noch kurz damit, dann spricht er jetzt über eben die andere Seite, nämlich Furcht. Und jetzt definiert er das und sagt, wisse, Furcht ist ein Ausdruck von einem schmerzhaften Gefühl des Herzens oder im Herzen, aufgrund dessen, dass man etwas Unangenehmes erwartet. Wie wir alle wissen. Man erwartet irgendwas, was unangenehm ist, und diese Erwartung macht dann eine Art von unangenehmes Gefühl, das nennt man Furcht. Und die Furcht kann eben davor sein, dass man Angst davor hat, arm zu werden oder sonst was, oder Angst davor, ausgelacht zu werden oder irgendwas. Aber es kann eben die größere Furcht sein, und für einen Gläubigen soll es die Furcht sein, nämlich die Angst davor, im Jenseits bestraft zu werden oder im Jenseits Unglück zu erleben und so weiter. Und er sagt, die Furcht im Menschen, die Furcht vom Jenseits, die Furcht vor Allah, ist durch zwei große Faktoren gegeben. Einerseits, indem der Mensch sich selbst und seine Fehler kennt, und andererseits, indem der Mensch die Größe Allahs und die Erhabenheit Allahs kennt. Und diese zwei Dinge, seine eigene Fehlerhaftigkeit
und die Größe und die Macht Allahs zu erkennen, diese Sache führt zu Furcht. Und wenn er vorher davon gesprochen hat, dass die meisten Leute heute keine Furcht mehr kennen und eigentlich Furcht lernen müssen und nicht Hoffnung lernen müssen, dann hat man hier die Antwort, warum das so ist. Weil wir meistens überhaupt kein Bewusstsein mehr haben über unsere Fehlerhaftigkeit und überhaupt keine wirkliche Selbstreflexion mehr haben und gleichzeitig keinen Bezug mehr haben zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seiner Größe, und weil wir einfach viel zu wenig über ihn nachdenken, weil wir uns viel zu wenig an ihn erinnern, weil wir viel zu wenig an ihn erinnert werden. Und dadurch entsteht sozusagen ein Mangel an Furcht. Und er sagt, der Mensch, der am meisten Furcht hat, ist der, der sich selbst am besten kennt und der seinen Herrn am besten kennt. Und aus dem Grund sagt der Prophet, so wie es überliefert wird, ich bin der, der Allah am besten kennt und der am meisten Furcht vor ihm hat. Und natürlich die wichtige und bekannte Ayah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wahrlich, es sind die Wissenden, die Allah fürchten. Es sind die Wissenden, die Allah fürchten. Und deshalb ist sozusagen das Maß an Wissen, an wirklichem Wissen, was diese Gelehrten hier definiert haben, geht einher mit dem Maß an Gottesfurcht. Und jeder Mensch, egal welche Diplome er hat und welche Studien er abgeschlossen und so weiter, der keine Gottesfurcht hat, gilt nach solchen Büchern einfach als unwissend, als Jahil. Auch wenn er 5 Doktorate hat. Genau. Und diese Furcht geht einher mit damit, dass der Mensch sich von Sünden fernhält und sich an die Pflichten hält und sich für die Zukunft vorbereitet. Genau. Und dann sagt er, es gibt Stufen. Die niedrigste Stufe davon, von Furcht, nennt man Chauf. Und Chauf heißt, dass man eben, wie gesagt, dass man sich von Sünden fernhält. Die nächste Stufe, nächst höhere Stufe, ist das, dass man sich nicht nur von eindeutigen Sünden festhält, sondern von all dem, was sozusagen im Dunstkreis von Sündhaftigkeit sein könnte. Und das nennt man Wara. Wara, dass man sozusagen aufpasst, dass man auch nichts macht, was irgendwie zweifelhaft sein könnte. Über Imam an-Nawawi zum Beispiel wird berichtet, dass er niemals, Imam an-Nawawi war von Nawa, das ist in Südsyrien, ein kleines Dorf, das man jetzt noch besuchen kann, und er hat dann in Damaskus gelebt und er hat nie von den Früchten von Damaskus gegessen, das ist im 14. Jahrhundert. Warum? Weil er gesagt hat, es gibt so viel Unklarheiten, was die Ländereien dort betrifft und nicht aufgeteiltes Erbe und Stiftungen, die vernachlässigt sind und so weiter, dass er Angst gehabt hat davor, irgendwie eine Frucht zu essen, an der irgendwas sozusagen nicht sauber ist von den finanziellen Transaktionen her, und hat sich davon ferngehalten. Das ist Wara. Also nicht nur, dass man etwas macht, was klar verboten ist, sondern auch, dass man sich bemüht, auch nichts zu machen, was irgendwie zweifelhaft sein könnte. Und die dritte Stufe ist die, dass man sich auch, Imam Ghazali sagt das, dass man sich auch völlig diszipliniert in Bezug auf alle erlaubten Dinge. Und das sagt er hier, Sidq, das ist Aufrichtigkeit, also das ist die höchste Stufe davon. Genau, und dann, ich bin gleich fertig, dann sagt er, Furcht ist in Wirklichkeit eine, das klingt jetzt wieder sehr brutal, eine Peitsche, Allah subhanahu wa ta'ala, mit der die Menschen erzieht. Also Peitsche jetzt im positiven Sinn. Und er erzieht sie dazu und bringt sie dazu, dass sich die Menschen bewegen und sich in eine gute Richtung bewegen. Also wenn man diese Art von Furcht in sich spürt, dann weiß man,
dass man in eine gute Richtung bewegt werden soll. Und jetzt kommt was sehr Interessantes. Er sagt, das Maß von Furcht, haben wir schon vorher erwähnt, hat, es gibt Furcht, die sozusagen konstruktiv ist, und es gibt Furcht, die destruktiv ist, die zerstörerisch ist. Ja? Und jetzt sagt er, was sind die Anzeichen dafür? Und er sagt, die Furcht, die gut ist, die ausgeglichen ist, die balanciert ist, die Menschen, die gute Folgen hat, ist die, die, wie gesagt, zu Handlungen antreibt. Ja? Und er vergleicht es jetzt damit, dass ich ein Tier habe, ein Reittier habe, und eine Peitsche dazu habe, oder einen Stock, oder was auch immer, mit dem ich dieses Tier antreibe. Das ist die Furcht, die gut ist. Also diese Peitsche oder dieser Stock, mit dem man Esel zum Beispiel antreibt, ist etwas, was den Esel dazu bringt, dass er sich bewegt. Okay? Und dann sagt er was sehr Interessantes. Es gibt eine andere Art von Furcht, die zu schwach ist. Und das ist eine Furcht, in der ein starkes, großes, in dem man versucht, ein starkes, großes Tier mit einer viel zu schwachen Peitsche zu bewegen. Also stell dir vor, ich habe einen Elefanten, und ich nehme jetzt den Schal und klopfe ein bisschen auf den Rücken. Ja? Das bringt nichts. Der wird sich nicht bewegen lassen davon. Ist zwar etwas, aber... Und er sagt, das ist die Stufe von Furcht, die eigentlich im Menschen nicht viel verändert, den Menschen nicht transformiert, den Menschen nicht bewegt. Und das sagt ein Beispiel dafür. Und zwar, das ist die Furcht zum Beispiel, die aufkommt, wenn man bestimmte Verse vom Koran hört. Okay? Und man hat so ein Gefühl von Furcht, ein Gefühl von Ehrfurcht, ein Gefühl von Khashya und so weiter. Okay? Aber in dem Moment, wo das Hörerlebnis weg ist, geht auch die Furcht wieder weg. Also man steht im Ramadan in der Moschee und man weint, und das berührt ihn total. Und dann geht man raus und ist wieder genau der Gleiche. Und dann wundert man sich, warum ist das so? Und er sagt, das ist einfach so, das ist eine Furcht, es ist Furcht, es ist gut so, aber es ist viel zu schwach, um diese große Nefs von dir irgendwie weiter zu bewegen. Und darum soll man sich, und das ist eine sehr wichtige Information, weil darum soll man sich auf diese Gefühle nicht verlassen. Viele Menschen warten, dass sie irgendwie solche Gefühle kriegen. Viele Menschen rennen im Ramadan jeden Tag in eine andere Moschee, weil sie hoffen, dass sie dort einen Imam finden, der sie jetzt total zum Heulen bringt. Und dann werden sie stundenlang weinen in der Durchgebet. Und das Dua wird besonders packend sein. Und es ist schön, aber es ist diese Gefühle sind kein Ziel an sich. Und es ist auch nichts, was wirklich einen großen Einfluss auf den Menschen hat. Sondern das muss in Kombination sein mit Nachdenken, mit Überlegungen, mit Wissen, mit guter Gesellschaft und so weiter. Aber nur das Gefühl an sich, das ihn überkommt, wenn man einen schönen Koranleser hört, ist noch nicht etwas, was den Menschen wirklich transformiert. Genau. Und dann sagt er eben, und diese Furcht, das ist sehr interessant, diese Furcht, diese Art von schwacher Furcht, diese kurzen Furchtanwandlungen sozusagen, das ist das, was die meisten Menschen haben. Er sagt, das ist die Stufe von Furcht, also über diese Stufe kommen die meisten Menschen gar nicht hinaus. Und dann gibt es eben, wie wir gesagt haben, die Art von Furcht, die so stark ist, dass sie den Menschen zu Hoffnungslosigkeit, zu destruktivem Verhalten bringt und die den Menschen lähmt. Und all das ist, und auch das ist sozusagen nicht erwünscht. Er sagt, Furcht ist etwas, was nicht in sich selbst ein Ziel ist, sondern Furcht ist ein Mittel. Und das Mittel ist, das Ziel davon ist, richtig zu handeln und dich Allah subhanahu wa ta'ala anzunähern. Und die Furcht ist nur die Peitsche, mit der du noch vorgebracht wirst. Ja? Aber wenn das Tier einen Spaß dran haben wird, gepeitscht zu werden, aber stehen bleibt, dann hat man von der Peitsche nichts gehabt. Ja? Also nicht das ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Fortkommen, das Ziel ist die Transformation. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allah soll uns die besten Formen von Furcht schenken und die besten Formen von Hoffnung schenken und soll uns helfen, dass wir inshallah uns in bester Weise verändern und dass wir zu dem kommen, was ihn zufrieden macht.